Um Gottes Willen, keim mal auf! Wir kommen hier nicht raus. Mach erst den Klingenhaini weg, bitte! Ich fliege auf der anderen Seite wieder raus. Das ist mir zu viel hier. Um Gottes Willen! Wie sind wir in diese Hölle hineingeraten? Ja, Leute, wie sind unsere drei Helden in diese prekäre und chaotische Lage geraten, wo sie nur noch Panik haben? Ja, dies alles hat mit einer Folge We Are Screwed angefangen. Und wie sich das zu dieser Panik entwickelt hat, das seht ihr auch jetzt sofort. Ach doch, ich geh Katzen fressen. Und damit herzlich willkommen zurück zu We Are Screwed, nach sehr langer Zeit. Ja, nach ganz langer Zeit kam endlich mal ein Update raus. Wir sitzen jetzt wieder hier. Zani als halber Krüppel, aber er ist hier. Hi. Zani hat sich an der Hand verletzt, also erwartet keine Höchstleistung von ihm. Ja, es gab ein riesiges Upgrade, einmal so ein Ruptured Rift oder irgendwas in der Art hieß das. Also es kann jetzt so gesehen eine Apokalypse stattfinden, was wir vom Trailer her gesehen haben. Und sie haben, glaube ich, den Chapter 3 jetzt endlich hinzugefügt, zumindest laut News. Tutorial skurrile Welten. Du hast die skurrilen Welten freigeschaltet. Hier findest du herausfordernde Challenges. Dafür erwartet dich am Ende eine coole Belohnung. Okay, warum immer ich eh drücken muss. Den Zugang findest du bei Sheldon in der Raumstation. Okay. Wir haben einmal Hauptmission und wir haben die skurrilen Welten. Hier waren wir beim letzten Mal bei der organischen Anomalie. Und das ist jetzt das neue Gebiet, das Kurzschlussgebiet. Das ist Gebiet Nummer 3. Skurrile Welten sind wahrscheinlich diese Apokalypse-Welten, die wir in den Trailer gesehen haben. Würde ich jetzt mal so ganz vage behaupten. Im Übrigen auch was Neues. Sie haben endlich den Kodex hinzugefügt, Leute. Man kann jetzt hier nachgucken, was wir alles erreicht haben im Leben. Wie zum Beispiel das Hamsterrad. Ich habe auch gesehen, dass irgendeine neue Waffe dazu gekommen ist, angeblich, aber hier können wir jetzt mal wirklich sehen, dass wir noch nicht mal ansatzweise alles gesehen haben. No. Also beispielsweise hier bei den Stationen sind wir 18 von 40 Artefakte. Na gut, da haben wir richtig viel schon gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kissen da dazu zählen. Ziemlich kuschelig und voller Katzenhaare. Der ganze Schrott ist in Zeta rein. Die verschiedenen Schraubenschlüssel, die Charaktere haben jetzt auch eine Hintergrundgeschichte. Wie zum Beispiel ihn hier, der gute alte Morden, der isst gerne Katzen. Was fanden die alle so für Hintergrundgeschichten? Das wäre immer interessant herauszufinden. Elaine war die beste Studentin einer Weltraumakademie. Allerdings vergibt die Akademie Bonuspunkte dafür, dass man sich blicken lässt. Hat also vielleicht nicht so viel zu bedeuten. Riri war bis zu einer unheilvollen Begegnung mit Plünderern Hintnerin. Sie kann sich überall herausreden, wenn Aliens sie nur verstehen könnten. John war 30 Jahre lang der schlechteste Student an der Akademie. Er durfte schließlich doch seinen Abschluss machen, weil er allen leid tat. Er arbeitet hart. Er ist einfach nicht sehr gescheit. Ja, hier haben wir unseren Katzenesser. Genauso wie seine Studienkollegen damals an der Weltraumakademie hacken auch jetzt seine Studienkollegen oft auf Morden herum. Wahrscheinlich, weil er gerne Katzen isst. Keiko nimmt schon seit ihrer Kindheit Dinge gerne auseinander, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Allerdings ist sie nicht besonders gut darin, sie auch wieder zusammenzubauen. Warum sind die Berichte so alle negativ? Guck mal, er heißt sogar Screw Barker, ne? Aber das hatten wir, glaube ich, damals schon kennengelernt. Die letzte Aufnahme ist irre lang her, Leute. Screw ist ein lieber und hilfsbereiter Außerirdischer mit einem kleinen Ordnungsfimmel. Er kann unordentliche Schiffe nicht ausstehen. Wenn ihr Putzen nicht liegt, tauscht er seine Aufgabe sicher gern mit dir. Rico. Rico ist der beste Mechaniker an der Galaxie. Er kennt sich mit Schiffen aus wie kein anderer. Lustigerweise hat er aber keine Ahnung, wie man eines steuert. Sein Kopf ist nicht verbunden. Das klingt einfach nach meinem Job. Martin ist ein berüchtigter Grabräuber, der sich aber lieber als Archäologe bezeichnet. Sprich ihn nicht darauf an, sonst klebt er alte Geschichten aus. Karten haben wir irgendwie gar nichts. Eventuell müsste man jede Karte nochmal daddeln. Und bei Gegner haben wir auch offenbar gerade mal so ein Drittel gesehen. Aber schön, dass es jetzt einen Kodex gibt. Dann würde ich mal sagen, rein ins Kurzschlussgebiet, ne? Es gibt auch ein neues Schiff, laut Update.
Das Beste war aber, glaube ich, immer noch das hier, ne? Weil das 6 Plätze hatte und das so aufgeteilt war. Ja. Ja, ich glaube, das war ganz gut. Auch wenn das hier gerade irgendwie Bonus-Shot gibt? Nein, danke. Das ist zu schnell. Wir wissen natürlich alle noch die Steuerung, Leute. Ja, klar. Absolut. Und da sind wir. Wie ging die Düsen? Lieblingsgetränk? Hä? Das kann man einstellen? Oder was kann man denn einstellen? Early Grey Tea? Monster Energy Drink? Auch noch falsch geschrieben. Monster. Mischung aus Monster und Schleimsaft. Sind wir für den Monster Energy Drink? Sheldon-Stil. Geil. Er ist ein Dämon. Strand oder Dämon, ja. Er ist ein Dämon. Ah, mit E. Ah, guck mal, man sieht jetzt sogar, wenn man das am Werfen ist. Wenn ich das einfach nur ablege, dann passiert gar nichts. Aber wenn ich es werfen will, erscheint jetzt ein Pfeil. Ah. Hier, Hundi, guten Appetit. Was hast du dem Hundi verfüttert? Den Schraubenschlüssel. Also. Vergiss nicht, dass wir Recoil haben, ne? Und damit auch das Schiff bewegt. Boat Thunderbolts. Shaden ist jetzt ein Dämon. Shaden war, glaube ich, Sunny. Ich habe einen Notsignal entdeckt. Ein Weltraumkadett ist in Gefahr. Wir sollten ihn finden, bevor wir uns verzischen. Was wird uns jetzt gesagt? Sunny, fühlst du dich mit deiner einen kaputten Hand wohl an der Kanone? Oder willst du lieber auf das Steuerrad? Nee, das geht. Also Sunny hatte einen Unfall beim Putzen. Kanone ist absolut kein Problem. Das geht wunderbar. Aber was ist das? Ich weiß es nicht, mach mal gefällt mir nicht. Gar nicht jetzt rausfinden, was es kann, ne? Mhm. Da war was Elektrisches. Ich glaube, das war was von den neuen Sachen. Töt! Ich muss versuchen, gegen eure Kanonen hier anzustinken. Ihr drückt einen weg! Können die Dinger auch mal was droppen? Ach, diese Musik habe ich vermisst, ne? Ich hab was gedroppt. Was ist das da? Da ist ein neuer Gegnertypus. Au! Wer von euch ist der Vogel? Ich weiß gerade nicht wohin, ne? Nach oben. Kai, ich will nach rechts. Ich versuche gerade vor denen zu flüchten, damit Sunny reparieren kann. Kiste! Rammangriff! Guck mal, der hat so eine elektrische Wolke hinterlassen. Ein EMP-Feld. Tutorial, Stromausfall. Oh je, da ist vor ein Kabel durchgeschmort. Das heißt, dass dein Stromkasten nicht mehr funktioniert. Verwende einen Schraubenschlüssel, um ihn zu reparieren. Beeil dich lieber, sonst fängt das Schiff noch an rumzuspinnen. Sunny, du hast eh schon den Schraubenschlüssel im Pfoten. Ja. Oh, du darfst offenbar nicht in die Elektrizität reinlaufen. Na gut, das versteht sich irgendwo von selbst. Kai, wie kannst du noch existieren? Du warst mitten im Strom drin. Frag mich nicht, wieso ich noch lebe. Ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht ist das Alien immun gegen Elektrizität. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hatte da irgendwas lila Leuchtendes gesehen zwischen dem ganzen Zeug. Ein Schild! Was haben wir hier?
Auf irgendeine Taste konnte man nachgucken, was man hat. Spielhundmörser! Sunny? Kreist sich jetzt selber den Mörser? Ja. Der hat sich den Mörser gekrallt. Na gut, dann musst du die Wände aufbrechen. Ja, mach ich. Ich weiß, dass das nur mit Bomben ging. Ich würde das Ding da gerne holen. Ich würde auch gerne wissen, was passiert, wenn wir in die Wolke fliegen. Abfahrt? Tu das doch einfach. Schneckentempo und Dauerschaden. Stromausfall. Hilfe, ich stehe unter Strom, Leute. Okay, niemals in diese Wolken fahren. Kai, ich kann gerade nicht steuern. Na, was bist du denn da unten? Weiß ich nicht. Der da hat Kling. Hm. So, ist alles repariert? Ja, sieht so aus. Hier, guten Appetit. Da ist schon wieder was Böses. Und es hat einen Laser. Feuer! Das war ein Plünderer. Ich verziehe mich mal von denen, ne? Du hast den Feuerlöscher bei dir. Das kannst du eben kurz selber löschen. Auch ganz vergessen, wie stressig dieses Spiel sein kann. Haben die alle Laser? Pass mit dem Mörser auf, der tut uns auch weh. Du hast uns gerade einmal gesprengt, Junge. Schwierig. Mörser ist nicht so einfach tatsächlich, weil der nicht so eine hohe Reichweite hat. War das nicht so ein Homing, den du hast? Oh, scheiße, weg, weg, weg. Ich sehe nur die Klingen. Ja, deiner verfolgt so ein bisschen. Stromausfall. Ich repariere den Schaden mal eben kurz. Ihr macht das schon. Dann verursacht er direkt den nächsten Stromausfall. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich einfach nur weg von dem Ding. Ihr macht das schon. Da kommt nicht viel raus. Kai will mir helfen, wie es scheint. Oder er will steuern. Okay, die Ecke war nicht toll. Das ist gerade sehr schlecht. Lass mich da raus. Bitte mich wieder steuern lassen. Da. Ich hab dir den Schraubenschlüssel da hingelegt. Nimm ihn mit. Du brauchst ihn. Ich hab gehört, wir verziehen uns erstmal. Wir hätten uns eventuell eine Waffe mitnehmen sollen. Eine gute. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wir haben schon Schlimmeres überstanden, Jungs. Wie zum Beispiel nicht der gegen Felsen fährt. Warum sind hier so viele Klingenviecher? Vor allen Dingen, die lösen diesen Stromausfall auch aus, wenn sie treffen. Wir kommen zu deiner Rettung! Um Himmels Willen. Ah, ist nicht. Warte, was haben wir hier? Auto-Scharfschütze oder Auto-Geschütz? Ich wäre für den Scharfschützen. Ist besser als ein Auto-Geschütz, ne? Ja. Kai, du kriegst Hilfe auf deiner Seite. Hier bitte, hast einen Freund. Wir übernehmen jetzt einfach die Kontrolle. Wie kann man nicht gerade absolut synchron dasselbe denken? Ich kann Schrotti gerade die Pille nicht geben. Er hat einen Stromausfall.
Wie schlimm ist denn Stromausfall? Mein Hund ist tot. So schlimm ist mein Stromausfall. Sani, hier, hab Spaß. Ich lenk wieder. Bau ruhig das normale Geschütz mal ab. Das auf deiner Seite ist. Um Gottes Willen, was für eine Sackgasse habt ihr uns denn hier reingeschossen? Einen, der es nach oben geht. Ich kann nicht lenken. Strom fehlte. Käse! Hi, Käse! Ja, lass mich doch erstmal das Klingenviech zerreißen. Au. Ist das ein Laserscharfschütze? Ich hab den Käse. Um Gottes Willen, man will hier einfach nur weg. Da ist das Ausgangsportal. Stromausfall ist so nervig. Jetzt haben wir auch noch Feuer. Sani, reparier einfach nur noch. Reparier. Geh gar nicht jetzt ans Geschütz. Warum? Oh, danke, Scharfschütze. Der Autoscharfschütze, der macht gerade einen guten Job. Bitte mach's nicht wieder an. Da ist irgendein Geschütz. Au. Kommen die da auch durch? Ja. Also unbeschadet? Herausforderung. Da drin ist jemand gefangen. Hilfe, sie haben mich eingesperrt. Und oh, Gottes Willen. Als ob wir nicht schon genug Probleme haben. Hast du den Scharfschützen ausgemacht? Aus Versehen, ja. Mach den wieder an, wir brauchen den. Wir haben nur noch ein Leben. Ich kann nicht Gas geben. Tot. Das war zu viel des Guten. Wir hatten hier auch komplett zerstört gefühlt in der Herausforderung. Wir haben hier eine komplette Herausforderung. Ich wäre sogar dafür, dass wir nochmal zum Schiff zurückgehen und uns eben kurz eine Waffe mitnehmen. Wir schaffen das ja sonst nicht mal ansatzweise. Mit den normalen Geschützen keine Chance. Mhm. Nein, lasst uns da rein, bitte. Es ist ein Notfall. Okay, was haben wir hier? Nee. Kai, du hast Spaß, habe ich gehört. Gatling. Sani, du hattest gerade eben den Mörser. Jetzt darf Kai. Ich wäre dafür, dass sich einer sowieso durchgehend aufs Reparieren konzentriert, weil wir es sonst nicht mal ansatzweise hier durchschaffen. Sani, kannst du dann ruhig das normale Geschütz dort abbauen und dann verschrotten, ne? Ich weiß nicht, wohin! Um Gottes Willen, bremste! Alter, Stromausfall beim Antrieb ist ja so ätzend. Ja, Kai, beschleunige mich! Beschleunige mich! Kann nur nicht zu lange feuern, sonst überhitzt das Ding. Überhitzt. Ich kühle dich ab. Sunny, da wo der Stromausfall ist, solltest du eventuell als erstes reparieren. Wir schaffen das nicht. Nicht mit der Ausrüstung. Hab ich ja gerade hier oben war, Stromausfall. Doch, das packen wir jetzt. Elektroschrottschütze war das. Och man, nimm doch mit dir diese Dinger da weg. Die Klingenviecher, die mag ich nicht. Ich glaube, du hast ihn kaputt gemacht. Ja, scheint so. Jetzt den ganzen Schrott einsammeln, der rausgepustet wurde, weil das Fenster durchgehend offen war. Stromausfall ist echt zum Kotzen. Und wir dachten, diese komische Grütze im zweiten Gebiet wäre schlimm gewesen, ne? Wir dachten, die Seuche wäre grausig. Gegen Stromausfall ist das ja noch angenehm. Warte, da schießt was auf uns. Einsammeln können wir und dann abhauen.
Hier will durchgehend uns was ans Leder. Ach, wie habe ich diesen Stress vermisst? Ich gar nicht, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Mach's kaputt! Nein! Ein Schuss! Ich bin überhitzt! Ein Schuss hätte gefehlt! Irgendwo dort. Irgendwo dort war der. Da ist er. Komm nicht, die Kanone, sie brennt. Ich wollte gerade sagen, du hast den Feuerlöscher bei dir. Ich will eigentlich nur das Modul da, nehmen und gucken, was das bringt. Erstmal gucken, was das bringt. Ja, komm. Ja, die Größe des Raderaums. Ja, pack gerne. Ich bei dir hier drüben hin. Ich will die hier. Ist gerade sicherer als alles andere. Ich habe die extra hier oben hingeschmissen, damit die nicht direkt rausgesogen werden, falls was passiert. Dass du mitten in uns drin gegangen bist, ist überhaupt nicht unangenehm. Ey, diese Säbelviecher, ne? Diese Klingenteile sind so abartig. Ich dachte, dich hätte ich schon erledigt. Nein, ich hab's aus Versehen rausgeschmissen. Warum ist das Fenster hier offen? Wegen dem Stromausfall. Weg. Der Kampf gegen diese Klingviecher lohnt sich überhaupt nicht. Ich meine, diese das, was du da auf dem Boden hast, Kai, das macht einen langsamer, deswegen wische ich mal bei dir. Irgendwas in der Richtung war da. Mecherkreise haben wir jetzt erst bekommen? Haben wir doch mindestens 50 Mal jetzt umgebracht. So, die andere Kiste können wir uns auch gönnen. Sunny, kannst dich schon mal da hinstellen. Ich fliege da jetzt hin. Zum Glück haben die keine Reichweite. Kai muss einmal aufschießen. Also bei dem Level musst du echt jemanden durchgehen am Reparieren lassen, ne? Sonst gar keine Chance. Oh, da kommt irgendwas Gutes raus, Sunny. Da ist irgendwas Gutes mit drin gewesen. Was ist es? Kannst du einmal kurz prüfen, was das ist? Ein XXL-Mörser. Pack das mal zu Kai. Dann hat er eine Zweitwaffe. Du musst ja eh gerade durchgehend reparieren. Ja, dann habe ich zumindest was, wenn die Gatling gerade überladen, überhitzt ist. Okay, hier kann ich, jetzt kann ich eben kurz Kai helfen. Hier werde ich nicht weggeschoben. Wenn sie dich nicht rausnocken. Oh Gott, der Mörser wird auch von diesem schwarzen Loch beeinflusst. Ich sammle es sofort und hau dann ab. Um Gottes Willen, Kai, mal auf! Wir kommen hier nicht raus. Mach erst den Klingenhaini weg, bitte! Ich fliege auf der anderen Seite wieder raus. Das ist mir zu viel hier. Um Gottes Willen! Wie sind wir in diese Hölle hineingeraten? Wie fliege ich dann jetzt da rein, ne? Diesmal schaffen wir es. Warum sollte ich da rechts reinfliegen? Was will der Typ da links? Bleib da, wo du bist. Oh Gott, Schildgenerator unten. Ja, das sind ein paar mehr von auf der Map. In der Herausforderung. Wenn sie weit genug weg sind, gilt der Generator ja nicht mehr, ne? Macht die rote Wand auch Schaden? Ja, ich glaube schon. Nee, das überleben wir nicht. Das überleben wir nicht. Jetzt hat sie uns eingekreist in der Ecke. Oh Mann. Alter, wir müssen uns unbedingt eine Waffe anfangs mitnehmen. Ja. Und einer muss durchgehend reparieren. Also wir haben jetzt 25 Minuten hier verbracht und einfach gar nichts erreicht.
Defizite habe ich gelüftet. Ich denke, vielleicht wäre es sogar ratsam, hier ein schnelles Schiff zu haben, dass man einfach schnell von dem wegkommt. Von diesen Schredder-Heinis. Was nehmen wir denn mit? Die Gatling war ganz gut, ne? Mhm. Was hat man denn da noch zur Verfügung? Eine abprallende. Eine XXL-Gatling, ein Spürhund. Eigentlich wäre verfolgende Gatling richtig gut, ne? Mhm. Dann gönne ich einmal die verfolgende Gatling. Was anderes können wir nicht holen. U und C sind wir. So heißt das Gebiet zumindest. Ach guck mal, diesmal hat er nicht das mit dem Notsignal. Also hier nochmal, wir mussten gerade nochmal zurück. Wir haben da nicht überlebt. Auch mit der Gatling nicht. Wir haben jetzt hier ein anderes Schiff, mit dem wir schneller wegkommen. Es ist aber auch deutlich fragiler, fällt mir gerade so auf. Hauptsache, wir kommen von denen weg. Ach, und guck mal, wo wir direkt sind. Am Schloss. Ja, aber wenigstens kann man Gas geben, dass man von denen wegkommt. Da ist irgendwas, da können wir uns was mitnehmen. So ein paar Autodinger wären auch ganz gut, ne? Also der Autoscharfschütze zum Beispiel, der hat sich ja schon als sehr nützlich des Öfteren erwiesen. Warte, was haben wir hier? Schleppi, mit Müller und füttert Schrotti damit und was ist der andere? Schraubi, sind wir uns alle einig? Ja, Schraubi. Der Held des Tages. Sunny, du kannst noch was anderes tun. Juhu. Wir haben Schraubi sofort rausholen. Hol Schraubi sofort heraus. Der muss sofort seinen Dienst antreten. Der hat Dauerauftrag. Oh nö, nicht der Penner schon wieder. Irgendwo dort ist der Schlüssel. Ich glaube, Schraubi sitzt fest. Ja, du musst ihn einmal aufheben und wieder hinsetzen. Dann arbeitet er, glaube ich. Ja, jetzt sind seine Augen grün. Das Erste, was er macht, ist das Fenster kaputt. Er behebt den Stromausfall und das Fenster geht kaputt. Apropos Fenster, wir haben zwei. Aber wenigstens haben wir Schraubi. Hoffentlich beamt er sich nicht weg. Was ist das denn? Mach mal Sicherheit selber kaputt. Das heilt die bestimmt. Wir haben 105, ne? Wir können uns das Ding da unten leisten. Vielleicht kriegst du ja jetzt ein neues Geschütz. Boah, die Verfolgungsgattin, die hat sich ja mal richtig gelohnt. Was ist das denn für eine komische Kugel? Ich glaube nicht, dass ich es anfassen will. Ja, das Ding heilt die. Das Ding heilt die, Kai. Sunny, öffne. Einmal öffne, bitte. Ich da bin gerne. Diese Jagd-Gatling. Erledigt. Die Jagd-Gatling ist echt geil. Oh, weg. Ich will das einfach mal einsammeln. Es hat ein Symbol auf der Karte, also wird es offenbar nicht böse sein. Ich will einmal wissen, was das ist. Ja, guck, das war irgendwas zum Einsammeln. Sunny, hol das mal raus. Wäre echt interessant zu wissen, was das ist. Zuvor, lass mich kurz ein bisschen Schrott verfüttern. Ich helfe mal eben kurz, ich mach mal eben kurz das Feuer weg, ne? Rette mich mal. Ja, bevor du hier noch verbrennst. Da ist die Schraube hier eingefroren. Bremsen, Hamsterrad. Na gut, zur Not kann es Hanni damit ein bisschen nachhelfen, ne? Ich helfe dir mal eben kurz den Shot hier wegzumachen. Ja, das wäre geil. Oh Gott. Plünderer. Kaufen und weg. Da ist irgendwas Besonderes zwischen gewesen. V-
Verfütter den Rest ruhig, wenn wir gleich im Portal sind. Weißt du, jetzt taucht nichts mehr auf. Ja, das ist für die Gatling, glaube ich, ganz gut, was du da hast. Der Berserker. Je mehr Schaden wir haben, umso mehr Schaden macht Kai. Oh Gott, schnell rein. Dann müsstest du ja richtig Schaden drücken, sobald einmal so ein Klingentyp in uns drin sammelt. Okay, verfüttern und reparieren, habe ich gehört. Was war das mit diesen Verlangsamungsfällen, ne? Wenn wir richtig viel an unserem Arsch kleben, Sunny, dann kannst du ja damit die Viecher von uns abhalten. Dass wir auch ein bisschen schneller von denen wegkommen, zur Not. Das hätten wir gerade eben gut gebrauchen können. Power 2. Also die Namen von den Leveln gefallen mir. Herr Gatling. Okay, da ist nix. Tschüss. Ich warte gerade, dass er hier einmal ranken geschossen kommt. So, Kai, vernicht es! Bevor es eierlicht. Es hat eine Medizinpille gedroppt, heißt es. Ich glaube, die lag da schon vorher. Ist die ausgesogen worden? Was ist das da für ein Geschütz? Streufeuer. Flugabwehrkanone. Machen wir erstmal die Kanone kaputt. Ich stehe gerade extra daneben. Ja, die Gatling war überhitzt. Konnte nicht feuern. Ist das eine Herausforderung? Nee, wir können was einsammeln. Oh, Katze! Katzen! Glücksspiel! Am besten wäre so ein grünes Ding, ne? Wahrscheinlich, ja. Was haben wir hier? Ich habe auf jeden Fall das Grünes rausgegriffen. Energie gibt. Das Ausschalten von Gegnern repariert das Schiff. Oh, danke, 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 danke. Warte, da stand was Negatives noch bei. Schraubschlüssel und Schraubchen sind nicht mehr, aber alles andere schon. Im Zweifel können wir es immer noch verschrotten und zu Geld machen. Wir können noch mal rerollen, wir können noch was holen. Ja, aber ich schmeiß das schon mal rüber. Ja, ich würde auch noch mal die 60 ausgeben. Jo, nimm mal mit. Nehmen wir mit. Slot Machine. So, dann beklauen wir die Katzen noch ihre sanften Kissen, ne? Immer. Ich glaube, du musst das Ding jetzt leeren. Ja. Ja, toll. Nee. Ich schmeiß dir rüber. Geil, Witz ist leeren und dann hat es einen Stromausfall. Perfektes Timing, sagt man da einfach nur, ne? Ich wünsche dir viel Spaß mit der Slotmaschine. Eigentlich bist du ja eher so ein Pechvogel, ne? Hier ist das Ausgangsportal. Warte mal noch nicht, wir wissen noch nicht, was da links gammelt. Warte noch mit dem leeren Sunny, eventuell sind wir gleich eh in der anderen Welt. Dann kannst du ruhig alles reinschmeißen, dann kannst du das in aller Ruhe machen. Du brauchst Geld dafür? Wow, super Slot-Maschinen. Ja, aber da kann ja auch irre Fieber rauskommen, ne? So wie beim letzten Mal, wo wir 20 reingeschmissen haben und 19 rausbekommen haben. Wir können das doch so oder machen, übrigens, mit dieser automatischen Reparatur, wenn wir Gegner schaden. Nach irgendeiner Zeit haben wir doch gelernt, verschwinden die der Roboter einfach, ne? Wir können das doch danach dann draufpacken. Oh, Time-Challenge. Oh nein. Überlebenschallenge an sich? Nein! Fuck. Ihr könnt es später noch aufsammeln, alles gut. Kümmern wir erstmal um die Kleinen. Ist der Gegner einfach in uns drin gespawnt? Flucht. Sunny!
Bin dran. Ich kam da nicht weg. Oh, shit. Ich habe noch versucht, mit der Gatling da rauszusteigen, aber die haben uns so in die Ecke gedrängt da. Ja, ich konnte auch nicht mehr gegenlenken. Also ich habe wirklich durchgedrückt. Und auf so engen Raum ist Ultrageschwindigkeit nicht gerade nice. Ist das wieder so eine Zeitherausforderung? Das ist wieder die Zeitherausforderung, lassen wir die in Ruhe. Das schaffen wir nicht. Da ist Käse drin. Da ist der Tod drin. Die Tür ist kaputt. Du weißt schon, dass wir da oben auch ein Fenster haben. Hauptsache, du schmeißt ja nicht wieder aus Versehen rein, wenn es gerade dringend nötig ist. Wir brauchen so viele wie möglich für diese komische Challenge da. Einer ist weg. Nein, Kai, der Falsche. Da habe ich keinen Einfluss drauf, was die Zielsuchrakete sich gerade aussucht. Okay, hier ist der Ausgang. Dank für den Topo. Warte mal kurz. Sollte ich in die Schlachtstätte den ganzen Schrott erstmal rausholen. kannst einmal kurz. Irgendwas Sinnvolles war da drunter. Aua, aua. Aua. Irgendwas hat meine Steuerung gerade invertiert. Was ist das, Kai? Kompromiss erhöht den verursachten Schaden, aber auch den erlittenen. Nee, ich glaube nicht, dass das clever ist. Nee, verschrottet das lieber. Das können wir absolut nicht gebrauchen momentan. Schraubi ist noch da, ne? Ja, Schraubi ist noch da, ja. Ja, er hat uns doch nicht im Stich gelassen. Katzen! Katzencasino wieder. Können zweimal. Ein Standard-Layout auf der. Merkt ihr die Reihenfolge? Grün, rot. Grün, 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 rot, blau. Simon Says einfach. Ja, ist ja richtig einfach. Und dafür haben wir ein Seifengeschütz bekommen. Feuer bis zu 3 Geschosse in schnellen Stößen. Ja, kann man mal mitnehmen. Kann man anstatt dem Hamsterrad zumindest nehmen. Okay, blau. Blau, grün. Ich mach das hier schon. Das ist wesentlich angenehmer als das andere. Noch ein Seifengeschütz. Was meint ihr? Meint ihr, da kommt noch mein Seifengeschütz raus? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Dann besser lassen. Dann sparen wir uns das Geld, ne? Ja. Ich baue das Hamsterrad eben kurz ab. Der für uns. Soweit es eben geht. Entschuldigung, ich muss das leider wegprügeln. Schraubi macht seinen Job schon. Hoffentlich war das Seifengeschütz unter den ersten Sachen. Kissen. Kissen. Schraubi stand im Weg. Jetzt weiß ich, wieso ich immer anfange zu brennen. Wenn das Geschütz überhitzt, fange ich vielleicht an zu brennen dabei. So, in zur Not hast du jetzt auf dem anderen noch ein Seifengeschütz. Das Hamsterrad verschrotte ich jetzt.
Oh, verschottet 1000 Gegenstände haben wir geschafft. Greta Thunberg. Ich helfe dir mal eben kurz den Bereich hier leer zu kriegen. Salvengeschütz hat eine echt eklige Nachladezeit. Ja, aber besser als gar nichts, ne? Ob Schraubi auch die Stromausfälle repariert? Wenn er drankommt? Ja, er hat es, glaube ich, gerade repariert. Ja, tut er gerade. Nee, aber die anderen Sachen macht er eher. Anscheinend, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er bevorzugt einfach das, was am nächsten an ihm gerade dran ist. Dann mal auf in die Challenge. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Nur noch kurz, wir können noch die zwei Teile da raus. Schieß mal erst den Käse da kaputt, dann haben wir den direkt von der Liste, bevor die Challenge gestartet wird. Halt jetzt schon einfach die Pillen bereit bei dem Hund. Das ist, glaube ich, die beste Taktik, die wir hier gerade haben können. Ja, schmeiß einfach die Pillen rein. Also die drehen einen auch die ganze Zeit. Oh, das wird jetzt wieder gemein. Nee, ich habe Pillen reingeschmissen ohne Ende. Keine Chance. Vielflieger. Ja, Leute, hier endet der heutige Part. Die Aufnahme ging noch ein bisschen länger. Die ging so lange, dass ich diese Aufnahme tatsächlich in zwei Parts unterteile. Deswegen mache ich die Abmod heute mal so. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.